Ihr habt euch in eurer Studie mit Zukunftsbildern der Sozialdemokratie in Europa beschäftigt. Viele sozialdemokratische Parteien in Europa sind derzeit in der Opposition. Wie ist es dann im Moment um die Debattenkultur in der Sozialdemokratie bestellt? Ja, Oppositionszeiten sind ja immer Zeiten, in denen man dann nochmal in sich geht und überlegt, woran hat es gelegen, dass man in die Opposition kommt, was kann man möglicherweise besser machen, manchmal auch fast panisch darum ringt und versucht, möglicherweise neue Antworten mit neuen Konzepten und neuen attraktiven Ideen irgendwie auf den politischen Markt zu kommen. Und Sozialdemokratien im Besonderen neigen dazu nun besonders stark, weil sie Parteien sind, die immer auch davon leben, ihren Mitgliedern besonders Sinn und eben einen Hauch einer besseren Welt irgendwie zu vermitteln. Insofern sind Oppositionszeiten für Sozialdemokratien immer Zeiten, in denen sie versuchen, in sich zu gehen und zu überlegen, was zeichnet uns eigentlich aus, was wollen wir für diese Gesellschaft, in der wir agieren und wie können wir das dann irgendwie besser formulieren und auch besser eben an unsere eigenen Anhänger vermitteln. Nun befinden sich ja aber die europäischen Sozialdemokratien nicht im luftleeren Raum, sondern müssen auch agieren und umgehen in einer Situation, in der nicht nur sie in der Krise sind, sondern ihre Gesellschaften im Moment auch. Das heißt, in einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die sie darüber hinaus noch einmal zwingt, unter Umständen seit langem fest zementierte Grundsätze ihrer Gesellschaftsvorstellung noch einmal zu überdenken. Also es gibt eigentlich in allen sozialdemokratischen Parteien, die wir uns angeschaut haben, es waren 10 an der Zahl, das Bedürfnis und das Bestreben danach, ganz im Grundsätzlichen darüber nachzudenken, was wollen wir für eine Gesellschaft und was wollen wir dann als Sozialdemokratie besser machen an unseren Sozialordnungen, Wirtschaftsordnungen, an unserem Zusammenleben. Bevor wir jetzt über konkrete Zukunftsentwürfe reden, nochmal ein Blick auf den Ist-Zustand in Europa. Wo würdest du sagen, befinden sich die Sozialdemokratien im Moment, nachdem der dritte Weg, der sehr viel den Fokus auf den Markt gelegt hat, gescheitert ist? Gibt es ja eine Rückkehr zum Staat, die sich beobachten lässt? Ja, da ist man ja schon im Speziellen quasi. Also alle diese Diskussionen greifen das so ein bisschen auf, in einigen Ländern wesentlich stärker, in anderen Ländern noch ein bisschen wenig. Ich glaube, dass das einer der zentralen Punkte ist. Also bei diesen Diskussionen, die wir uns angeschaut haben, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, dann über so verschiedene Parteien wie die italienische, spanische bis hin zur skandinavischen Sozialdemokratie ein Fazit zu ziehen über einen einzelnen Punkt. Aber herausgreifen kann man sicherlich, dass es nach dem dritten Weg, und wenn man das so ein bisschen als Ist-Zustand begreift, dass es schon in den Diskussionen, aber das ist jetzt auch nichts großartig Originelles, eine Tendenz gibt, dazu wieder mehr öffentliche Institutionen zuzulassen in den eigenen Konzepten. Das heißt, wieder mehr darüber zu reden, was kann auch ein Staat, was können öffentliche Institutionen eigentlich leisten für eine Gesellschaft und nicht mehr per se davon auszugehen, dass ein Abbauen an öffentlicher und zentraler Steuerungsinstanz, dass das im Grundsätzlichen und ganz generell eigentlich gut sei. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Insofern gibt es gerade in Skandinavien, in England, stark auch in Frankreich, aber auch bis hin zu Ländern wie Italien oder auch in Spanien finden sich Anklänge dazu, dass öffentliche Institutionen in ganz unterschiedlichen Varianten, aber doch wieder eine stärkere und gewichtigere Rolle spielen sollen als zur Zeit der Sozialdemokratie des dritten Weges. Allerdings, und das ist dann das Entscheidende, sind Sozialdemokraten dann auch schnell immer mit der Kritik konfrontiert, dass sie verharren würden in einer Welt von gestern und quasi wieder den Schwenk machen zur Sozialdemokratie vor dem dritten Weg, dass die gekennzeichnet wird oder der vielleicht auch ein bisschen polemisierend, aber immer vorgeworfen wird, dass sie dann doch ein viel zu starkes Vertrauen in einen Obrigkeitsstaat, in eine steuernde Zentralinstanz, die dann ein bürokratisches Monster produzieren würde, zurückverfallen würde. Dieses ist nicht der Fall, sondern man versucht, denke ich, durch fast alle Sozialdemokratien so eine Art neue Balance zu finden zwischen der Traditionssozialdemokratie und der Vorteile, die man an einem starken zentralen Staat auch sehen kann, aber eben auch den Konzepten, die man im dritten Weg sehr stark propagiert hat, nämlich der Verantwortung des Einzelnen, der Chancen, die man möglichst vielen Menschen dann eben auch bieten möchte, der Bedeutung von Bildung und diese Sachen. Also dass man den dritten Weg quasi ergänzt um das, was man an der alten traditionalen oder traditionellen Sozialdemokratie jetzt wieder als erhaltens- und bewahrenswert erkannt hat.
Wie lässt sich dann so etwas wie die britische Debatte um Blue Labour dort einordnen? Da könnte man ja eigentlich die These aufstellen, dass hier der Gegensatz von Staat und Markt zugunsten einer der Idee einer kommunitarischen Zivilgesellschaft aufgelöst wird. Blue Labour war für uns im Zusammenhang mit anderen Teilen der Debatten, die in Großbritannien stattfinden, immer auch einer der interessantesten Punkte an der europäischen sozialdemokratischen Debatte im Moment. Und zwar aus genau diesem Grund, der Erweiterung der dritten Wegs-Sozialdemokratie um Elemente, die vielleicht eher in der traditionellen Sozialdemokratie oder auch im konservativen Bereich zu finden gewesen sind. Also Blue Labour ist, darf man glaube ich nicht absolut setzen als Idee einer vollkommen zentralstaatslosen Kommunitarismus-Utopie, die nur die kleinsten Elemente von Familie und Heimat irgendwie als dann geltende minimale Teile oder irgendwie sowas ansieht, sondern quasi die Ergänzung und die stärkere Betonung von dem Zusammenleben und dem Zusammenorganisieren auf Gemeindeebene, der stärkeren Betonung von Familie, auch von Heimat, von Örtlichkeit allein. Also, dass die Menschen in ihren Gemeinden, in ihren Städten tätig sind und auch dort stärker eigene Verantwortung übernehmen können. Es ist quasi wieder der Versuch, den Menschen zu vermitteln, dass sie selber, wenn sie Verantwortung übernehmen, auch am eigenen Ort Handlungsspielräume, Handlungsmöglichkeiten und Verantwortungsübernahme überhaupt machen können. Also dass man, und das Ganze ist eben ja nicht nur darauf gepolt, dass man einen Staat und eine Wirtschaft und irgendwie sowas, ein soziales Zusammenleben organisieren möchte, sondern es ist auch ein Versuch, Menschen wieder für Partei und für Politik insgesamt, für Steuerungsfähigkeit aus der Gesellschaft heraus zu begeistern. Indem man ihnen sagt, ihr habt die Möglichkeit, was zu machen, wir geben euch den Raum, versuchen das möglichst auch durch eine Art Schutz oder sowas abzusichern, aber dann können auch eigene Gemeinden, kleinere Einheiten, wie so eine Art Gegenmachtposition zu einer globalisierten Wirtschaft dann auch tätig werden. Aber das wirft für mich die Frage auf, ob da nicht wieder, auch wenn man sowas hört wie Pflichtenverantwortung, die ja in so einer Idee stark gemacht werden, ob da nicht wieder die typischen Leistungsträger angesprochen werden, mehr als die Abgehängten der Gesellschaft. Und das wirft die Frage auf, inwiefern die Sozialdemokratie diese eben in dieser Idee integrieren kann. Das ist interessanterweise der Vorwurf, der immer kommt. Dann natürlich einleuchtenderweise auch gegenüber den Sozialdemokratien, zum Beispiel gerade in Dänemark gibt es diese Diskussion sehr stark, dass man gesagt hat, das ist doch aber eigentlich nur ein verkappter Konservatismus, in dem ihr versucht, Aufgaben des Staates, beispielsweise im Sozialnetz oder irgendwie sowas, auf die Gemeinden abzuwälzen, um einfach eben auch was Aufwand, was finanziellen Spielraum anbelangt, das auf die eigenen Leute dann auch zurückzuwälzen. Und dass es eben nichts anderes sei als einfach eine etwas blumige Formulierung oder Umformulierung der eigentlichen Prinzipien, die man auch dem dritten Weg vorgeworfen hat. Von sozialdemokratischer Seite versucht man dem zu entgegnen, dass man diese Konzepte eben, und das ist das, was ich auch bei der Antwort zu Blue Labour gesagt habe, indem man diese Konzepte absichert durch eine Art Substitutionsverbot. Also dass man sagt, es soll eine stärkere Verantwortung oder eine stärkere Möglichkeit zum eigenen Tätigwerden geben auf kleinerer Ebene, also auf individueller, aber eben auch auf Gemeinde, auf Stadtebene und sowas. Aber dies soll keineswegs staatliche oder öffentliche Fürsorge ersetzen, sondern höchstens ergänzen. Also dass man versucht, dies nicht als Aufgabe von Tätigkeitsbereichen des Staates zu formulieren und dann umzusetzen, sondern quasi, dass man auch die Werte, die man vertreten möchte, versucht, für den Einzelnen individuell lebbar zu machen. Also dass Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit nicht als wolkige Formulierung im Programm, im Raum weitersteht, sondern eben auch auf Orts-, auf Stadtebene gelebt werden kann, ohne dass es deshalb in genau diese Leerstelle oder Fehlerstelle des dritten Weges abdriftet, die quasi tatsächlich nur noch den Leistungsträgern ihren Platz in einer Gesellschaft zuweist und den Rest dann sozusagen als so eine Art Überrestmasse, um die man sich irgendwie kümmern muss, aber für die man eigentlich keine Verwendung mehr hat, bleiben zu lassen.